Ja, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Das Netz ist ja immer offen. Mein Name ist immer noch Rainer Crispel. Man weiß nicht, wie man sich verändert in den Tagen der Quarantäne, in dieser Corona-Time. Ich habe die Rezeption meiner Gewandung aufgegriffen und bin heute schon viel mehr in der Einserbanier. Demnächst werde ich mich auch rasieren. Das ist ein großes Projekt für die nächsten Wochen. Heute aber mit Krawatte und Frackoberteil, meine Damen und Herren, natürlich darunter immer noch das Cockney Rejects Unterleiberl, weil das hält mich zusammen in diesen crazy Tagen. Nach dem Grundsatztext, der als erstes sozusagen aus dem Buch gelesen wurde, wir reden von diesem Buch, Texte von mir, Mario Lang, der wunderbare Mario Lang hat die Fotos gemacht, verlegt bei Zeus Books, Zeus.com von Johannes Zachhuber, dem Verleger auch wunderbar gestaltet. So schaut das Foto aus. Da sehen Sie auch, wenn Sie das seitenverkehrt lesen können. An der Seitenverkehrtheit werden wir noch arbeiten, dass es heute um Naked Lunch geht. Und Naked Lunch, das steht nicht umsonst bei diesem Artikel aus dem Augustin Nummer 194 vom Jänner 2007, die beste Band der Welt. Das ist so. Und es ist auch ganz wichtig, dass es immer wieder beste Bands der Welt gibt. Ich würde auch die Bad Brains als eine beste Band der Welt bezeichnen, Fugazi, No Means No oder Anotto. Und da fielen mir noch zahllose ein. Ja, Pluralität ist da eben möglich. Und Naked Lunch, Herwig und Olze sind mir auch freundschaftlich nahe. Und was mich nicht, so wie ich halt bin oder wie ich halt war oder wie auch immer, daran gehindert hat, sie auch arbeitslosen, wie man das so sagt, weil ins Detail würde ich jetzt nicht gehen, das geht auch nicht an, was an, aber wie der Olze und der Herwig mir sozusagen, nicht nur sozusagen, verziehen haben, gehört auch mit zur Größe dieser zwei wunderbaren Menschen und steckt ja auch in dieser eben nicht versöhnlichen, sondern tatsächlich sich ständig auseinandersetzenden Musik drinnen. Und beide machen ja weiter, auch als über Naked Lunch hinaus, wunderbare Dinge. Der Herwig als Futzmann, womöglich haben Sie jetzt ein Lachen von meinem Sohn gehört, er lacht nicht über mich. Er lacht aber sehr. Ja, und ich glaube, es wohnt nämlich viel Freude in dieser tollen Musik von Naked Lunch. Und Stefan Deisenberger, der Multiinstrumentalist, und Alex Jitschinski, ganz wunderbare Menschen. In Bezug auf Alex unvergessen, legendäre Nächte mit Angelica Express, der Band, in der er früher gespielt hat. Tolle, tolle, tolle Menschen, tolle, tolle Musik. Und ich hoffe, dass wir, wenn es nicht heuer so weit ist, weil der Futzmann, der Herwig mit Esra von Esrap, ja das Popfest kuratiert. Kuratierte, weil man weiß ja nicht wirklich, wird das geschehen. Ich hoffe, dass es geschehen wird. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir das, was er sich mit Kollegin Esra überlegt, hat schon im Ansatz wahrscheinlich, dann 2021 sich manifestiert. Wie bei vielen Texten ist ja dann oft so ein aktueller Bezug in den Texten. Der ist ja, wie gesagt, im Augustin 194 erschienen, im Jänner 2007, also vor über 13 Jahren. Und damals ist wohl Lise Prokop gerade verstorben, die Sport Prokop, ja, Kniebeuge, ungesund für die Knie, glaube ich. Und mit der habe ich da sehr geschimpft, weil ich schon finde, aber selbst der Tod darf nicht alles gleich und obsolet machen. Und das Geheuchel auch des politischen Gegners damals über die Frau Prokop, die ja nicht umsonst den Big Brother Award bekommen hat, war natürlich wieder klassisch widerlich und Prokop ja vielleicht sinnbildlich für den grauslichen, tatsächlich unchristlichen und asozialen Teil, leider sehr großen Teil, der sich auch durchgesetzt hat, der ÖVP. Ich lasse den Teil aber auch, weil eigentlich will ich mich mit solchen Menschen nicht mehr befassen und lese nur das, was über Naked Lunch zu lesen ist. Das Buch ist ja durchaus auch so gedacht, dass man gerade bei diesen Teilen vielleicht den eigenen Recherchemuskel und Erinnerungsmuskel ein bisschen stimuliert, um sie nur einmal gegenwärtig zu machen, wie viel Sauereien in diesem Land ja auch schon waren. Und wir reden nur von 15 Jahren. Aber jetzt zum Schönen, zur Musik, zu dieser wirklich großartigen Musik und zu dieser wirklich tollen Band, die beste Band der Welt. Naked Lunch veröffentlichen dieser Tage ihr fünftes Album. This Atom Heart of Ours ist eine musikalische Offenbarung. Militär des Herzens.
Naked Lunch, Operationsbasis Klagenfurt, sind dabei im besten Sinne unösterreichisch. Schon seit ihrer Gründung 1991 war ihnen weltberühmt in Österreich als Ambition zu läppisch. So wie Sänger und Songwriter Oliver Welter und Herwig Zamernik dem Nukleus der Gruppe 2007 zu blöd ist, sich in Opposition zum offiziellen Kärnten definieren zu lassen, das war ja damals noch fest in der Hand der Bubelpartie. Großer Bob, dem machen Naked Lunch, handelt nämlich immer vom Meer, von der Welt, den Nahtstellen, den Durchwirkungen von eigener und großer. Aufgetaucht zeitgleich mit der Grunge-Revolution war ihr Sound anfangs von Gitarren geprägt und den Songs Welters, die den Anspruch der Band auf internationale Wahrnehmung untermauerten. Grundeln war ihre Sache nie und tatsächlich wurden drei ihrer Alben auf Major-Labels veröffentlicht, der Meilenstein Songs for the Exhausted 2004, zuletzt auf dem deutschen Label Motor. Naked Lunch betrieben ihre Musik lange mit einer existenziellen Unbedingtheit, gingen künstlerisch und im Real Life technisch an die Grenzen. Das technisch macht keinen Sinn, weil jetzt das im zu Real, also Real Life technisch steht da eigentlich, an die Grenzen, lebten um der Musik willen in Deutschland und in England oft von der sprichwörtlichen Hand in den Mund. Zum angestrebten Superstardom, so hieß ihr 97er Album, hat es wohl nicht gereicht. Aber weit über die Grenzen Österreichs hat sich die Band als verlässliche Live-Größe etabliert, von der immer Großes zu erwarten war, was sie mit Songs for the Exhausted auch als Studiowerk einlösten. Entstanden mit dem Rücken zur Wand gingen Welter und Zamernik mit Stefan Deisenberger, Multiinstrumentalist, der seit 98 oder 99 in der Band war, dabei ans Eingemachte ihrer Musik. Dieser künstlerische Gewaltakt klärte vieles und gab Naked Lunch die Befriedigung, hundertprozentig die Musik gemacht zu haben, die sie machen wollten, machen mussten. Darauf aufbauend geht This Atom Heart of Ours weiter. Das ist allen voran die Single Military of the Heart, eine oft schwelgerische, immer weltdurchwirkte Angelegenheit, eine originäre, visionäre Popmusik, vollgesoffen mit Leben, in der unendlich vieles mitschwingt. Von der Überwindung geistiger Provinzen durch das Finden von kreativ gleichgesinnten Menschen, mit denen man arbeiten kann, über das Aufbauen eigener Infrastrukturen. Naked Lunch haben on-off 9 Monate im Zamernik Studio an diesem Album gearbeitet. Und nicht zuletzt das Ausbalancieren von Leben und Kunst. Schließlich sind Naked Lunch keine nihilistischen Youngsters mehr, deren Leben sich ausschließlich um Backstage-Exzesse dreht, sondern sie haben als teilweise Familienväter zu einer erwachsenen Musik gefunden, die eben nicht von Verspießerung und geistigem Zumachen handelt, sondern im Gegenteil von einer reflektierten, auch schmerzlichen Offenheit, die ihre Musik zu einem lustvollen Soundtrack eines Bemühens um ein Leben in Würde macht. Soweit der Text. Nach This Atom Heart of Ours, das eben 2007 oder 2006 erschienen ist, veröffentlichten Naked Lunch noch Universal Love, ein Soundtrack, 2009, Amerika 2011, zu einem Theaterstück, All is Fever, die Music from the Film Jack und schließlich die Singles Collection. Und ich glaube, es gab auch noch eine einzelne Single, die nur als digitaler Release in diese Welt entlassen wurde. Wer weiß, ob wir noch einmal neue Naked Lunch Musik hören werden. Mich würde es freuen. Ich rechne nicht unbedingt damit. So oder so darf man die Beteiligten im Auge und im Ohr behalten. Da wird immer wieder Spannendes kommen und die Entdeckung der Diskografie von Naked Lunch lohnt sich sicher. Ich liefere jetzt noch ganz kurz die Vorsongs vor die Exhausted gelegenen Alben nach. Naked 1991, Balsam 1992, Superstardom 1997 und Love Junkies 1997, wo ja da ja auch recht passende, zur Zeit passende, wunderbare Song Closed Today drauf an. Closed Today. Egal, meine Damen und Herren, Naked Lunch, ganz wunderbare Band. Alles Liebe, alles Gute, weiter Liebe.